Und zurück zu Hellblade. Liebe Freunde, weiter geht's. Und wie versprochen, schauen wir jetzt natürlich, wie es hier hinter dem Tor weitergeht. Valrhalla's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much it's changed. Ah, okay. Verstehe ich. To break the seal. Align the ravens with the mark of Valravan. So, weiter geht's. Ich habe mir das auch geöffnet. Kannst du herkommen, Antonio? Do you feel it? It's like crossing into another world that looks the same but feels. An imposter world, where the forest itself is watching. Okay, ich denke mal, wir werden uns gleich mehrere Rätsel erwarten. Was machst du denn hier? Ist dir langweilig, oder was? Logisch. Another gate. Another gate. You know what to do. Stay back. Break the seal. Align the ravens with the mark of Valravan. What does it mean? Which ravens? Where are they? Can't you see them? The ground. Line up the ravens. Ich denke mal, dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, dass wir die Fragmente da zusammensetzen. I hear something. If you hear the soul of Valravan, follow it and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. Okay, das ist anscheinend der Gott der Illusion jetzt. Yeah.
Riesengebiet hier, Wahnsinn. Okay, ich glaube, wir sind so eine Art Shortcuts gewesen, die wir geöffnet haben. Und da oben steht er auch schon wieder. Was hat dieses Tor auf sich? It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Was passiert, wenn ich dieses Tor gehe? Geht hier irgendwas auf oder so? Geht es einfach trotzdem mal hier durch? Auch nicht rüber, oder? Okay, da muss ich von der anderen Seite reingehen. Hier oben muss ich, glaube ich, irgendwie rauf. Ist hier eine Lady? Okay, somit haben wir diese geöffnet. Hoffe ich zumindest. Sieht doch jetzt aus, wenn man gleich wieder kämpfen muss. Deep and primal signal from within.
Hier geht's auf jeden Fall weiter. Okay, hier geht's weiter. Probieren wir aber erstmal, ob wir das Tor öffnen können. Ja, war mir klar. Ja, wir suchen schon eine andere Route. Okay, hier sieht's aus wie Fighten. Ja, war mir klar.
Damit ging die auch schon mal taktisch. Die muss ich praktisch wegblocken. Dann sind die auch weg. So, weiter geht's. So, hier haben wir so eine Art Siegel. Schon auf den Nordmeer sagen. A being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest. And the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the Old Father. Ja, geh sie runter. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Okay, da vorne sehen wir auch schon wieder so komische Tore. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Okay, das ist auf jeden Fall so ein Tor. Da ist eine Brücke. Und hier die Stachelrennen, wenn ich mal tot bin. Reminds her of somewhere. The forest. Where? Which forest? Look, the forest in the wilds.
the wilds. She left the moon. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the moon? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. Okay, so kommen wir hier nicht rüber. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But she thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Und gehen wir nochmal hier weiter. Ich will mal nicht hochkommen. Man muss erstmal das Rätsel kapieren, was man jetzt hier überhaupt machen muss. Von der anderen Seite. Aber hier ist die Brücke, was wir vorher schon gesehen hatten. Oh, wie! Okay, was ist hier? Ah, alles klar. Wir gehen jetzt hier rein. Dann gehen wir über die Brücke wieder zurück und dann müssten wir eigentlich dort durchkommen. Weil wir da ja durchgeschaut haben. Habe ich recht? Ja, ich habe recht. Alles klar. Verstehe ich. Gehen wir doch erstmal hier hoch. Brennt es oder was ist das hier? Jetzt machen wir erstmal die Tür hier auf. Den Shortcut sozusagen. Damit müssten wir... Ich weiß nicht, wenn wir jetzt durch ein neues Tor gehen, ob das dann wieder resettet ist oder nicht. Aber dafür haben wir jetzt auf jeden Fall den Shortcut schon mal geöffnet. Okay. Ah, alles klar, verstehe ich. So, wenn wir jetzt nochmal andersrum durch das Tor gehen, ist ja die Mauer zu. Und dann könnten wir rein theoretisch durch den Shortcut gehen und dann dort oben die Mauer auch überqueren. Das probieren wir doch jetzt gleich mal. Genau, dort ist die, ist das komische Illusionstor. So, hier ist jetzt offen. Genau, jetzt haben wir da durchgeschaut. Das weiß ich nicht. Dann schauen wir mal weg und gehen wir mal hier weg. Er ist immer offen. Oder ist es sowieso immer offen und ich sehe praktisch nur die Stellen, dass es offen ist. Wenn ich jetzt hier durchgehe.
Ah, jetzt ist zu. Okay. So wie ich hier gerade durchschaue praktisch. Okay, und jetzt müsste es ja eigentlich funktionieren, dass wir da oben lang gehen können. Genau, jetzt ist hier nämlich offen. Genau. So, okay, was gibt's jetzt hier? Was macht dieses Tor? Ihr nehmt mir die Dinger weg. Hey, ich verstehe schon, was er macht, aber... The Ravens. The Ravens. They've gone. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some still there. But where? Ach so, ich mach ja. Ich mach praktisch die Siegel weg, was ich nicht brauche. Quiet. Can't think. Out in the woods. Wo sind wir jetzt, hä? In the cold winter woods. Alles klar. Gehen wir doch jetzt hier mal raus. She remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains clouds. So, und jetzt war hier noch ein Tor. Ah, das Tor, stimmt, das Tor macht mir praktisch das da auf. Aber nimmt ihr mir auch Dinger weg? Dort bin ich gekommen. Where is she?
Okay, Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt in der nächsten Folge an, weil das geht sonst zu lange, glaube ich. Schauen wir in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Vielleicht können wir in der nächsten Folge das Rätsel schon lösen oder auch nicht. Ich glaube, dass es ein bisschen länger dauern könnte jetzt hier. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.